Dieser Weg hat in den letzten zwei Tagen zwischen Bayern und Amerika allerhand Staub aufgewirbelt. Er verläuft in Tutzing am Starnberger See, ist etwa 80 Meter lang und bisher namenlos. Jetzt aber sollte er aus verwaltungstechnischen Gründen einen Namen bekommen. Und weil am Ende des Wegs die Villa des 1937 verstorbenen Generals von Ludendorff liegt, beschloss der Tutzinger Gemeinderat, den Weg Ludendorffstraße zu nennen. Ein Sturm der Entrüstung erhob sich außerhalb Tutzings. Das bayerische Innenministerium erklärte, die Benennung einer Straße nach dem General, der nach dem Ersten Weltkrieg der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft weitgehend Vorschub geleistet hat, müsse notfalls im Wege der Rechtsaufsicht verhindert werden. Wir fragten den Tutzinger Bürgermeister Peter Dreher, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass der 17-köpfige Gemeinderat einstimmig eine Ludendorffstraße gutgeheißen hat. Welch starken Widerhall diese Straßenbenennung in der Presse, im Rundfunk und auch jetzt im Fernsehen gefunden hat. Die Familie Ludendorff wohnt seit dem Jahre 26 hier in Tutzing. Ludendorff war uns nur als Bürger bekannt und hat sich während seiner Anwesenheit in Tutzing als starker Gegner des Nationalsozialismus gezeigt. Das geht daraus hervor, dass er zum Beispiel niemals mit dem damals üblichen Heil Hitler gegrüßt hat. Er sagte immer nur Guten Tag. Dann, wenn irgendwelche Feierlichkeiten waren, hat er niemals an seinem Haus Flaggenschmuck anbringen lassen. Bei einer Wahl im Jahre 36 verließ er das Wahllokal, weil das Wahlgeheimnis nicht gewahrt ward. Durch die Presse und durch in Tutzing ansässige Journalisten und politisch geschulte Leute mussten wir uns in den letzten Tagen allerdings sagen lassen, dass Herr Ludendorff auch als Schriftsteller aufgetreten ist und seine Schriften stark antichristlichen, stark antisemitischen und auch verfassungswidrigen Charakter tragen. Nachdem wir dies leider erst nach diesem Beschluss gehört haben, haben wir uns eindeutig von diesen Machenschaften des Herrn Ludendorff distanziert. Ich habe aus diesem Grunde auch für heute, was bei uns noch nie der Fall war, eine außergewöhnliche Gemeinderatssitzung mit einem einzigen Tagesordnungspunkt einberufen und werde meinen Herren Kollegen im Gemeinderat vorschlagen, diesen Beschluss wieder aufzuheben. Ich darf versichern, dass von allen 17 Mitgliedern des Gemeinderates Tutzing keine schlechte Absicht vorgelegen hat. Wie gesagt, wir haben in Ludendorff nur den Tutzinger Bürger, nicht aber den Politiker oder den Feldherrn gesehen. Hier im Tutzinger Gemeindehaus wird heute Abend noch die Debatte weitergehen.